Moin, mein Lieben. Ja. Ich muss das noch mal ausprobieren hier mit der Kamera. Da wurde ich gebeten, die mal andersrum einzubauen. Jetzt habt ihr aber den Vorteil, ihr könnt hinter mir alles lesen. Ich bin gerade im Corona-Testcenter und wieder in Alanya im Baschkent. Wie gesagt, alle, die ich kenne, bringe ich eigentlich hierher. Oder ich empfehle denen das, weil die sehr, sehr, sehr human sind hier. Testzeiten waren von 9 bis 16 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Test kostet 30 Euro oder 300 Lira für eine Person, für zwei Personen. Dann pro Person 250 Lira. Ja, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. In Mersin wurde über eine Tonne Kokain sichergestellt, beschlagnahmt, wie auch immer. Ja, den einen oder anderen wird es ärgern. Nein, Leute, ich wollte es euch nur mitteilen, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin traurig oder so. Weil so lange war ich schon lange nicht mehr clean und so lange ging es mir auch wirklich nicht gut. Oder, ne, also nicht so, also. Nein, ihr wisst, was ich meine. Also mir geht es seit langem mal wieder richtig gut. Auch wenn ich zwischendurch mal so ein, zwei Tage habe, wo ich einfach mal meine Ruhe brauche. Ja, dann habe ich gelesen, dass in Deutschland, fertig, ne, dauert noch ein bisschen, ja. Das ist ja in Deutschland demnächst, oder ich weiß nicht, ich glaube ab 2024 soll ja die Besteuerung auf Liquids von E-Zigaretten kommen. Wir wollen mal alle nicht hoffen, dass es so ist für die ganze Dampfergemeinde, weil die Literflasche Base dann 320 Euro Steuern sind. Und das geht nicht mehr normal, Leute, echt. Ja, damit fördert man in meinen Augen den Schwarzmarkt. Und viele User oder Benutzer oder Dampfer werden sich dann das Zeug halt aus dem Ausland bestellen. Also Deutschland schießt sich damit mal wieder ein klassisches Eigentor. Egal, was will man machen. Ja, was liegt heute noch an? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Das ist noch lang. Ja, der Mario ist hier neben mir und guckt ganz verdutzt, dass ich hier mit meinem Handy spreche. Nein, alles gut. Also, ja, das Wetter ist angenehm. Ich weiß, in Deutschland soll es wohl heute richtig heiß werden und morgen. Weit über 30 Grad, schon fast an die 40 teilweise. Hier, ihr seht, ich habe lange Sachen an, es ist kalt. Nein, es ist nicht kalt, aber wir haben 28, 27, 28 Grad, wirklich angenehm. Immer noch keine hohe Luftfeuchtigkeit. Also das ist wirklich dieses Jahr mal richtig, richtig gut. Von mir aus kann es auch das ganze Jahr so bleiben. Ich brauche diese Extremhitze nicht. Tamam. Aber man wird langsam dran gewöhnt und ich habe auch schon im Wetterbericht bzw. in der Wetter-App gesehen, es geht die nächsten Tage auch hier ein bisschen weiter nach oben. Aber man kann es aushalten. Ja, mein Lieben, jetzt bin ich da, wo ich letzte Woche Freitag war. Genau, mal wieder hier in Alanya Ober, also ein bisschen weiter raus. Alanya Ober ist wirklich sehr groß, Leute. Ja, also es ist nicht nur vorne der Strandabschnitt, sondern es ist auch weiter nach hinten raus. Noch eine ganze Ecke. Heute gibt es mal einen Chefteller, hätte ich beinahe gesagt. Das ist so ein Mixteller hier mit frischem Gemüse, Bohnen, Erbsen, Kartoffeln. Hier haben wir Kichererbsen. Ich esse die eigentlich nicht, aber die schmecken hier komischerweise. Dann haben wir hier noch ein bisschen Reis. Hähnchenleber esse ich eigentlich auch nicht. Esse ich schon, aber ist ungewohnt. Ja, dann haben wir hier Reis. Nein, was ist das hier? Ach, Zitrone dann. Zäpfchen haben wir hier wieder. Da drüben haben wir noch ein leckeres Schnitzel. Die sind wirklich super, Leute. Es gibt immer wieder frisches Eggmack dazu, Wasser. Und ich denke mal, das wird so um die 20, maximal 25 Tele kosten. Aber gehe ich hier mal von 20 aus. Ja, ich weiß, für die Türken viel Geld. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, wir haben Samstag. Es ist 6:54 Uhr. Ja, ihr seht, ich bin gerade auf dem Weg zurück vom Flughafen, also wieder zurück nach Alanya. Und es ist mega viel los am Flughafen.
auch die Kontrollen waren heute ein bisschen anders als sonst. Ich weiß nicht warum. Viel Polizei, viel Security, viel Kontrollen, also jetzt direkt am Flughafen unterwegs nicht. Eigenartig, weil ich es so nicht kenne. Ich fahre ja öfter mal einen guten Freund zum Flughafen. Hin und zurück, ihr kennt das. Ja, und irgendwie ist dieses Mal etwas mehr Kontrolle gewesen. Ups. Beziehungsweise etwas mehr Polizei unterwegs als sonst. Keine Ahnung warum. Vielleicht irgendwelche Politiker unterwegs oder so. Ja, meine Lieben, ich habe einen Zweitkanal eröffnet. Der ist jetzt offiziell. Der nennt sich Thorsten Live. Warum habe ich das gemacht? Ja, da kommen dann Videos rein, die auf meinem Hauptkanal vielleicht mit der Türkei nicht ganz so viel zu tun haben. Kurze Videos, was weiß ich, Kochvideos, alles so eine Sachen. Ja, also wer Bock hat, den zu abonnieren, kann es gerne tun. Thorsten Live, Link dazu hier unten drinne, dann in der Videobeschreibung. Also wenn ihr Bock habt, den kostenlos zu abonnieren, könnt ihr das gerne tun. Jo, ansonsten wird alles schön. Wir haben es zum Glück nicht ganz so heiß. Ich weiß nicht, was eben gerade waren. Aktuell sind es, glaube ich, 24 Grad oder so. Sehr angenehm. Straßenverkehr hier ist wie immer Hammer. Ja, Leute. Habt ihr Bock auf Livestream heute Abend? Werde ich dann nach dem Deutschlandspiel machen? Ja, ich denke mal 21 Uhr. Ich muss gucken, ob das jetzt türkische Zeit war oder deutsche Zeit, aber ich denke mal türkische Zeit. Also das Spiel fängt, glaube ich, deutsche Zeit 18 Uhr an. Und ja, gibt da zum Glück noch keine Verlängerung. Dann kann man ab, denke ich mal, dann 20 oder 20.30 Uhr deutscher Zeit den Stream machen. Alles klar, Leute, bis später dann erstmal. Jo, meine Lieben, also irgendwas muss hier wieder. Boah, da habe ich mal linke Sachen auf der Straße, hier sollte man besser nicht sehen. Ihr seht hier wieder auch rechts, jetzt rechts seht ihr Gendarme. Also die stehen hier wirklich wieder in jeder Einfahrt. Das hatte ich ja vor 2-3 Wochen schon mal gehabt. Da kam irgendeine Nationalmannschaft oder zwei oder drei. Nein, können ja nur zwei sein, wenn die gegeneinander spielen, nach Alanya. Und da war das auch so, dass wirklich fast jede Kreuzung mit einem Gendarme oder zwei Gendarmes. Hier sitzen sie auch wieder an der Bushaltestelle, habt ihr gesehen wahrscheinlich. Ja, ich will nicht sagen abgesperrt, aber abgesichert waren. Eben gerade, ich habe ja schon gesagt, am Flughafen, da war wieder ordentlich was los mit Kontrollen. Ja, gute Frage, ich weiß wirklich nicht, warum hier heute schon wieder so große Gendarme-Aufmärsche sind. Ich habe übrigens gerade das Schweineglück ab heute, mal wieder. Ja. Wie es halt immer so ist, an türkischen Ampeln, wenn es rot wird, weiterfahren. Ja, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass mein Vordermann wieder mal in die Eisen steigt. Ich bin an ihm vorbei, habe aber auch nicht gesehen, dass da Gendarme steht. Und die wollten mir erst hinterher, aber naja, haben sich dann gedacht, lass mal fahren, die arme Sau. Nein, wirklich. Ich meine, auch wenn es mein Fehler war, ich hätte ihm hinten drauf fahren können oder ich hätte ausweichen können, was ich gemacht habe. Natürlich, wenn ich Strafe gekriegt hätte, hätte ich es akzeptiert. Das ist natürlich normal. Ne? Ja, Leute, aber das passiert halt. Und das wäre natürlich dann auch, wie gesagt, meine Schuld gewesen. Ja, aber ich sage einfach mal, immer wieder Respekt wirklich an die türkische Staatsgewalt, die einfach sagt, ach, lass ne fahren. Weil die hatten mich angehupt ganz kurz, ich habe es ja mitgekriegt, nee, das machen die öfter mal. Aber sind halt nicht hinterhergefahren. Also wenn sie gewollt hätten, hätten sie mich rausziehen können aus dem Auto. Ja, hier steht auch wieder einer. Ja, jetzt. Hätten sie mich rausziehen können und dann hätten sie mir Strafzettel verpassen können.
läuft aber alles Chili, Vanille, entspannt hier wirklich. Ich denke, ich kann eigentlich nicht oft genug Danke sagen an den türkischen, ja nicht Staat, aber zumindest an die Gendarme oder an die Polizei. Hier steht auch wieder einer, die gönnt sich hier erstmal Frühstück oder sowas. Tamam, Leute. Dann erstmal bis später. So. Mal wieder frühstücken im Oberrestaurant in Mannerfratz. Ja, heute bin ich alleine. Kanada. Mein Kumpel habe ich zum Flughafen gebracht. Wie gesagt, alles gut geklappt. Außer, dass hier an jeder Ecke Gendarme steht. Passt schon. Alle Dude. Alle schön. Männer aber genau. Tja, es war ein guten Frühstück, ein Brot. Scharf, sehr scharf. Ah, meine Suppe kommt. Und Tasche Pille. Butter. So, hab jetzt ein bisschen Zitrone noch reingemacht. Pulbiber. Glas steht da, aber noch kein Wasser da, aber meine Butter kommt gleich. So, die Butter kommt. Wunderbar. Tasche Kühlerabi. Jo, mein Lieben, gerade wird es ein bisschen, ja, hektisch hier auf der Straße, hätte ich mal gesagt. Schade, man kann es nicht so erkennen. Es ist manchmal so, dass hier Autos rumfahren, die haben eine türkische Fahne raushängen und dieser Mensch in diesem Auto wird gefeiert. Warum? Keine Ahnung. Also ich hätte mal immer so gedacht, vielleicht eine türkische Hochzeit. Es wurde aber auch mal gesagt, dass der dann eventuell zur, nicht die Bundeswehr, sondern, sagt schon, Militär, so, dass er dann hier zum Militär muss, da wird dann wohl auch riesengroß gefeiert irgendwie. Ihr seht, die fahren ja alle mit Warnblinker, ich muss auch aufpassen, nicht, dass ich dem gleich hinten drin hänge. Ja, das scheint hier ein Brauch zu sein, dass man den Menschen dann verabschiedet. Scheint hier alles sehr hoch angesehen zu sein. Ich kenne das allerdings auch nicht. Ich habe in Deutschland noch nicht mal Zivildienst gemacht. Ja, und jetzt mittlerweile können sie mich ja zum Glück nicht mehr einziehen. Ja. Wie sieht's aus? Eben gerade wollte mich einer ausbremsen. Der kam bestimmt mit 140, 150 von hinten an der Ampel. Ja. Und dann war er der Meinung, er muss ein Levy machen. Finde ich ja dann immer ganz schön, wenn sie dann sehen, wer im Auto sitzt. Ja, ich will jetzt nicht, wie das soll jetzt nicht großkotzig klingen oder so, aber ich dann mit meinen 2 Metern den Sitz fast hinten am Anschlag habe und die denken dann, ne, das ist irgendein Pflegefall am Auto, dann sieht das eigentlich immer ganz lustig aus, wenn sie dann reingucken und doch weiterfahren. Also das habe ich schon öfter gehabt hier. Ist eigentlich nicht erwähnenswert, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben. Ja, Lan, so sieht das dann aus, wenn man hier mitten in so einen Stau reinkommt. Dann wird hier auch mal geschossen. Meine Karre quietscht auch langsam. Ja, ich bin heute Morgen über so ein, wie nennt man das? Wächter, toten Polizeiwächter. Ja, wenn ihr nicht wollt, dann fahre ich eben. Ja. Oder vielleicht doch Hochzeit. Der Geist ist krank. Herrlich. Herrlich. Da ist der Blick nach Calais, Leute. Ja, und ich habe keine Ahnung. Die halten einfach an, feiern den Spiel.
Schön ihre Basisleben, ihr Leben hier. Ich finde das einfach nur faszinierend. Lass doch die Leute machen, interessiert keinen. Alle feiern mit, ob du dazu gehörst oder nicht, scheißegal. Ach Mann, ey Leute, das Leben ist wirklich so einfach hier. Das kann so viel Spaß machen, wirklich. Und dann gibt es so viele Neider, die einem alles kaputt reden wollen. Ja, jeder will, mach kürzlich Türkei, bla blub. Leute, ich schwöre euch, ich habe echt noch nie so viel Spaß in meinem Leben gehabt, wie hier die letzten 6 Monate. Mann, ja, ist so. Da hinten ist Calais, die Burg, Schloss, wie auch immer. Ja, die LKWs. Ich meine, auf die Verrückten. Stimmt, fast da unten durch, aber gerade so. Die sind ja alle, ich hätte mal gesagt, überladen, aber die sind ja auch nicht nur in der Breite. Da sieht der LKW, der Bolz hier an der Seite dermaßen aus. So asymmetrisch alles. Aber egal, da wird jeder Millimeter genutzt. Kann man gut finden oder auch nicht. Mir ist es egal, solange mir nichts aufs Auto fällt oder auf den Kopf oder immer. Boah, ist so, Leute, echt, wenn ich hier lang fahre, weiß ich immer, ich bin zu Hause. Oder daheim. So, ja, mit der A-Säule vorne. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, Mann. Da oben fliegen sie schon wieder rum. Das ist auch die Plattform, von der, glaube ich, Erjan gesprungen ist, unser Pumping Erjan. Ja, Mann. So, Pause. So, meine Lieben, heute sind wir mal bei Steffi und Melli. Einmal im Monat ist das, ne? Oder zweimal im Monat? Der Verkauf? Alle 14 Tage. Alle 14 Tage gibt es Waren aus Deutschland und aller Welt. Die mache ich jetzt noch nicht auf, weil da ist Käse und Wurst drin und das muss ja gekühlt bleiben. Ja, also ihr seht, ihr müsst auf nichts verzichten. Preise sind drauf. Sauerkraut. Weinsauerkraut. Oh. Götterspeise. Kaffee. Senseo-Pads. Miracoli. Dressings. Das ist übrigens der 07 Leckereien. Ja, ne? Mhm. Leckereien 07, ja. Jo. Also ihr seht, ihr müsst auf nichts verzichten. Tamam. So, dann gehen wir mal wieder raus, weil es ist noch keine offizielle Verkaufszeit. Da gibt es auch Tupperware. Ein bisschen. So, Samstagabend. Wir haben samstags immer Bazar in Mamutla. Sieht man wahrscheinlich nicht. Aber das Schöne ist, Samstag gibt es immer Leber, nicht gegen das Licht filmen, Leber, frisches Gemüse, ein bisschen Brot dazu. Ja. Und sehr lecker, so wie ich es mag. Natürlich Gözlem Medinyazi, wo sonst. Ja Leute, ich war heute Morgen schon in Manavgat, da ich dabei schon essen. Jetzt abends hier. Die Suppe heute Morgen hatte 27 Teller gekostet mit allem drum und dran. Also ich sag doch, mehr wie 6 Euro gebe ich am Tag nicht für Essen aus. Es ist wirklich so. Ja, hier haben wir Besuch. Möchtest du was sagen? Ja, ich mach einfach vorher ein bisschen. Ja. Tamam. Leute, die Straßenhunde sind sehr freundlich. Also wie gesagt, die beißen eigentlich in den Finger oder so. Die machen ganz langsam. Jawaschewe. Leben und leben lassen.